Buna Fitjestöl. Und was macht der Japaner jetzt? Ja, auch wieder ganz super raus. Und der geht auch wieder weit hinunter. Ja, noch weiter. Macht er noch einen Telemark-Aufsprung. Ja, kaum zu glauben, denn gehen wir mal in die Geschichte zurück. Noch nie war beim Skifliegen ein Japaner unter den ersten sechs und Noriaki Kasai, der jetzt noch weiter gesprungen ist als im ersten Durchgang. Ja,